Also, heute werde ich noch, dass die Damen nicht allzu übermütig werden, diese ein bisschen abmahnen, die jetzt immer frecher werden. Verstehst? Herr Barack Hussein Obama hat jetzt ein Programm gestaltet, wo er die Kriegsverbrecherinnen ein bisschen herausgelockt hat, verstehst? Aus ihrer Fasson. Dass er sagt, wie bei einem alten Huhn, dass die dritte Krebsoperation schon vollzogen hat und die glaubt, ja, sie ist sowieso jetzt gerettet. Sie ist oberste Richterin im Senat, spricht sie sich öffentlich aus für Kindermord und so weiter, für Genozid, verstehst? Und will damit weitere 30 bis 60 Millionen Kinder verdienen. Und das propagiert sie unter der Verfassungsschutzprogrammatik. Und Herr Barack Hussein Obama hat so ähnlich wie mit einem Huhn gemacht, verstehst? Maiskörner aufgelegt und dann wieder zwischendurch Schnaps hinein, verstehst? Karamellzucker und dann 17.000 Stasi-Ratten herausgelockt und große Richterin aus dem Senatspalazzo. Und jetzt geht's dann los, verstehst? Das Kriegsverbrechertribunal, ausgewogene Staatsverfassung, ausgewogene Gewaltentrennung und dann geht's los, verstehst? Dann los mal Zuckerbrot, noch ein Körnchen, noch karamellisierter Honig und bitte noch 15.000 Kindermorde gestehen pro Person, ja und lachen und höhnen. Und dann Zuckerbrot weg und Patsche, Patsch. Die Programmatik, das schwarze Blut, es lebe Hussein Obama Barack, danke, danke, great is your, great is... Great is your Holy Spirit, Gabriele, und ich von Europa als Raffaele. Und noch ein paar Maiskörnchen, Kukuruz, Savan, und da geht's los.